So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Mafia hier auf meinem wunderschönen Kanal. Wir gehen heute mal ein bisschen in die Bäckerei. Ich hoffe bloß, dass bald mal was passiert. Dass er es nicht mitbekommen hat, halleluja. So, jetzt gucken wir uns mal hier um. Das sind sehr, sehr viele Leute hier, die jetzt hart die Hinks ein bisschen aufpassen. Da ist eine Waffe drin, ne? Nicht das, was ich mir gerade wünschen würde. Aber da ist eine schutzsichere Weste. Das ist das, was ich mir, das ich mir mehr wünsche. So. Jetzt bin ich im Kampf drin, ne. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hier sind ja alle da. Ach nein. Was war das für einer? Ich verpiss mich. Alle noch nach schön hier töten und aufpassen, dass hier keiner Hilfe ruft. So. Da drüben, macht ihn platt. Kann man noch jemand rein? Das hat bestimmt wehgetan. Wo? Ach da. Ja, schön. Ja, da läuft ihn hin und her. Also hier schon mal keiner mehr. Okay, das ist schon mal in Ordnung. Das heißt, ich gehe jetzt hier runter und versuche dann dort hochzukommen. Ich hab den Schweißrutscher. Entkommt nicht. Okay. Jetzt zur Beeilung. Ich will dir das Geld aufheben. Ich hab ihn entdeckt. Ich such mir eine Deckung. Okay. Bin rum, wo er dich nicht sieht. Vielleicht schließe ich meine Augen für einen Moment. Jetzt kriegst du es mit dir. Fuck, oh fuck, oh fuck. Genau, C. Munition reicht locker noch aus. Gucken wir uns noch mal kurz diesen Brief an. Notiz lesen. Sage der Blödmann. Kaum weiß jemand, dass wir tiefer in der Scheiße stehen. Ach nee, das können wir ja schon. Mal das ist der letzte. Beweg deinen Arsch aus der Schusslinie, mach ihn fertig. Sofort. Hallo Killiga. Ich liebe dich. Ich hab dich ganz so lieb. Sterb! Ich wusste es. Ich wusste es. Aber ich glaub's nicht. Vielleicht hilft das ja. Mal gescheitert. Nice. Oh mein Gott.
So, Hartmann AT-40 Panzerbrechen bietet alle Vorzüge. Bedrückter Feuerkraft. Nächster Anruf, nee. Mit diesem Granatenwerfer oder so eine Art Panzerfaust. Oder Panzerbrechende. Warum hatten. Achso, er kontrolliert. Ah, okay. Guck mal, wie du bekommt am wenigsten Geld. Aber ich brauche keinen extra Anruf, oder? Ja, wie du komm. Kannst du ein paar Männer nach South Downs schicken, dass wir die Kontrolle nicht verlieren? Ja, aber du hast gesagt, das nächste Gebiet kriege ich. Ich hoffe, das war nicht nur Gelaber. Wenn ich das gesagt habe, ist mir neu. Und tut mir leid, ich esse nicht, weil wir haben es gerade um 9 Uhr und das ist mein Frühstück. Das müsst ihr verstehen. Ich esse nicht mal mein Frühstück in bisher 2x 4 Parts. Und nachdem der letzte Capo durch Mr. Clay beseitigt worden war, hat er Sir Mercano ins Visier genommen. Hören Sie, das habe ich doch schon erklärt. Es lief ganz genauso wie in Vietnam. Wenn Sie dem verantwortlichen Idioten an den Kragen wollen, greifen Sie erst seine Männer und die Infrastruktur an, nehmen ihnen die Fähigkeit zurückzuschlagen und bevor die was checken, stehen Sie dann da, ganz allein, hilflos wie kleine Kinder. Okay, ich gedacht, jetzt kommt hier noch von der der Capo, er will schon wen ich meine, noch so eine kleine Szene, aber ich muss mal sagen, das war's mit dem ganzen Part. Checkst du den Laden aus? Marcano hatte hier ein gutes Geschäft laufen, aber wir arbeiten daran, es weit zu übertreffen. Okay, will ich mal hoffen. So. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt nochmal rum, wenn ich einen Daumen und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr den nächsten Part auch noch sehen wollt. Wenn nicht, dann schaut einfach nicht rein, weil ich bringe nächste Parts noch raus. Ja, ich benutze gerade meine Maus nicht, weil ich irgendwie schon mein Handy in der Hand habe, wo es noch nicht gebracht hat. Das ist noch Geld. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt der Immense Waltz. Und wir hoffen mal, dass dieses Projekt bald zu Ende ist, damit wir neue Projekte anfangen können. Wie zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Oder Formel 1. Ciao, ciao.